Hey Leute, was geht ab? Hier zu einem neuen Video. Und heute machen wir eine Reaction. Und zwar auf Vanganiya. Wir werden uns nicht ein Video angucken, sondern gleich mehrere. Ich will nur was sagen. Letztens bei dem Video, das werde ich auch noch verlinken. Wie war das? Hat es nochmal geheißen? Ich kann nicht Auto fahren. So, circa bei Minute 26 hat er gesagt, er fordert mich zu einem Diss-Track heraus. Irgendwie so. Ich gesagt, ich werde einen Diss-Track machen und ich habe auch einen. Ich habe schon einen Text dazu gemacht. Und wir haben ja gesagt, ab 20 Abonnenten. Ich habe mir gedacht, ich mache ab 15 schon. Ich mache ab 15 Abonnenten, wir haben uns ausgemacht, ich werde doch beginnen. Ab 15 Abonnenten werde ich den Diss-Track machen. Jetzt glaube ich, habe ich sogar 14. Ein Abonnent und ich werde einen Diss-Track gegen ihn machen. Und ich habe schon ein paar Freunden gesagt und die fanden den mega krass. Also macht euch darauf gefasst. 15 Abonnenten, ja? Und wir werden uns als ein paar Videos auf ihn reagieren. Und zwar, es sind zwar kurze Videos, aber die Videos, er macht schon krasse Videos. Zum Beispiel das da, das ist mega cool. Ich finde, das ist mega krass. Das ist auch ganz cool. Die YouTube-Fails. Genau, das ist schon mal sehr gut. Also gut, zuerst beginnen wir mit dem, das ist richtig krass. Passt auf. Und zwar, ich werde es erklären. Also. Er wird eine Seifenblase gleich dahin setzen und schaut auf diesen Schnee und schaut, was dann passiert. Guckt. Und das hätte ich nie im Leben gedacht. Leute, wie das aussieht. Seht ihr das? Es gefriert wie in einem Film. Ich finde, das ist voll krass. Das aussieht einfach. Ja. Ja, nein, wir schauen jetzt nicht Julien Bam. Gucken noch was an. Jetzt gucken wir das da. Silvester. Boah, da habe ich schon mal geguckt. Natürlich habe ich mal die Videos angeguckt. Das war bei ihm zu Silvester. Guck, dieses krasse Feuerwerk, Alter. Und was mir so auffällt, Mofa, ich schwöre, wenn ich einen Diss-Track machen werde, würde das auch so stehen, weil ich das Video, glaube ich, dann wäre es einer der einzigen Videos, die ich schneiden würde. Ich schneide nämlich nur besondere Videos, weil schneiden ist dort richtig lange. Und das finde ich, ist es jetzt nicht so notwendig. Aber beim Musikvideo werde ich auf jeden Fall schon einfach Mofa. Das klingt einfach. Alter, guckt euch dieses krasse Feuerwerk an. Ja, aber so F. What the heck? Digga. Er hat mir gesagt, das wurde mit einem iPhone aufgenommen. Das war ja gar nicht selber. Alter. Und ich dachte mir so, da brennt ein Feuer. Hat gesagt, das wäre irgend so eine. Keine Handgranate. Das hat irgend so einen speziellen Namen, den weiß ich nicht mehr. Aber das war so ein komisches Ding und das explodiert dann. Und das ist richtig heiß und das sieht mega krass aus. Das sieht aus wie ein Feuer. Auf jeden Fall, die sind ziemliche Silvester-Spezialisten. Die machen jeden Tag, jedes Mal damit, was mit Feuerwerk. Ich habe es bis jetzt nur einmal gemacht in meinem Leben, letztes Jahr bei meinem Onkel und meiner Tante. Das war auf jeden Fall voll cool. Aber sonst wir machen das eigentlich sonst nie. Das ist eigentlich auch richtig gefährlich. Passt auf, wenn er das macht. Er sollte ein Erwachsener dabei sein, wenn er sowas macht. Weil das ist eigentlich explosives Feuer mit irgendwelchen giftigen Stoffen oder so. Nicht Gasen, aber so einem zündbaren Pulver. Wie heißt das? Wie heißt dieses Ding in Minecraft? Dieses Pulver da. Schießpulver, genau. So was ist das circa. Das ist circa so ein Schießpulver. Alter, das ist schon krasses Feuerwerk, ne? Der Love und Last Week. Ich habe schon Like gegeben. Ich gebe immer Likes. Das Likes sind irgendwie so, keine Ahnung. Und was ich mir. Nuss in der Röhre. Ah ja. Was? Oh. Nein. Nein. Sie und ihr Team. Nein, bitte nicht. Ich habe mich gerade richtig vertippt. Nuss in der Röhre. Wieso? Nein, aber. Was für Nuss in der Röhre? Das ist einfach so eine Nuss oder geht das einfach so auf? Das ist eine verdammte Lüge. Vanganiya.
Das ist eine richtige Lüge. Die hat ein paar kleine Musikvideos gemacht. Ich glaube, bei dem habe ich sogar mitgemacht. Ja, Musikmaker. Ich glaube, da habe ich sogar mal mitgemacht. Und die lustigsten YouTube-Fails. Hat extra so komisch geschrieben. Okay, warte. Nein, wir hören das von, schauen uns das von Anfang an. Es ist keine Nicht-Lachen-Challenge. Okay, es ist einfach ein Video. Einfach angucken. Warum YouTube-Fails? Das hat ja nichts mit YouTube zu tun, oder? Das hat ja nichts mit YouTube zu tun. Aua. Okay, das ist schon witzig. Das ist schon witzig. Das ist. Alter. Okay, was macht der jetzt? Oh, wir sind gleich ins Gesicht. Oh, na, aber das arme Kind. Was ist das? Warum ist da ein verschwommenes Bild? Gut, keine Ahnung. Hä, das Bild müsste jetzt gerade jetzt aus. Okay, was ist? Okay, live ist es schon witzig, das Ganze, aber so ist es nicht so witzig. Es ist eigentlich ganz okay. Oh, cooler Trick. Was ist jetzt passiert? Alter, so im Dunkeln ich krieg im Dunkeln einfach so richtig schnell Angst. Ich will mir das Licht so ausgehen würde in so einem Keller. Keine Ahnung, was das ist. Ich hätte richtig Angst. Oh, das war eigentlich richtig gut und dafür. Ach ne. Ja, von gar nicht. Ah, ich werde ihn bei 15 machen, 15 Abonnenten, er bei 20, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall beginnen. Wo kommen eigentlich immer nur Fußballtricks? Das soll ich sagen, die lustigen Fußball-Fails. Die lustigsten Fußball-Fails. Was? Das geht jetzt ab. Oh. Nein. Wo machst du das im Schnee, Junge? Okay, das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Ah! Ja, die Lu. Warte. Am Ende des Videos werde ich was in die Kommentare schreiben. Wenn man einfach so gegen eine Stange knallt, finde ich das richtig dumm. Hallo, ja. Die fallen alle halt schon dem Verlachen. Oh. Oha. Was weiß ich passiert? Ja? Alter. Jetzt einfach so eine Feuerwehr. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja, das. Ja. Ah ja. Was ist das? Aber dieses Bild gerade, das dieses hinaus. Und das war das sogar. Hört ihr das nicht gerade? Hey, hatten wir das nicht gerade? Ich schwöre, die haben das mit Absicht so gemacht, wetten. Ja, Boys spielen. Also so, was geht ab? Die ganze Ton noch mal hinterher. Der ist gerade circa so am Mount Everest oder krank, sieht auf jeden Fall ziemlich hoch und da nimmt er einen Fußball mit. Was? Wieso macht man sowas? Ja, wieso macht man sowas? Wieso? Wieso macht man sowas? Puh, so dumm.
Wieso kann das so schnell kaputt gehen? Da wurde es am Anfang so ganz leicht gefällt und man braucht nur noch mehr so einen kleinen Fingerschnips machen, es geht kaputt. So haben sie das gemacht. Oh mein Gott, ich habe es jetzt kaputt gemacht, ganz absichtlich. Alles, das tut das verdammt weh, wenn man es auf einen Ball draufsteckt. Das ist mir schon oft passiert. Da fühlt sich richtig schmerzhaft an. Ja, was auch sonst. Ja, was ist jetzt passiert? Ah, die hat ihn voll ins Gesicht. Sieht das aus wie eine Bowlingkugel, vielleicht irgendwie. Cooler Ball. Das war schon coole Tricks. Hä? Ich check's nicht. Herdig ein Eigentor gemacht? Ich check's nicht. Ich sage einfach gar nichts mehr dazu. Ich sag wirklich nichts mehr dazu. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Alter. Das Bescheuerste, was ich je gesehen habe. Ah, ich habe schon bescheuertere Dinge gesehen als. Was? Als ob das so da drin stecken bleibt. Ja, jetzt geht's direkt. Ja, auf diesen Kamera. Wenn man da schon einen Kameraständer hat, dann ist es auf jeden Fall fake, weil die machen das mit Absicht. Das ist so fake. Die machen das mit Absicht. Aber ich frage mich immer, wie können die so schief schießen? Ich kann überhaupt nicht Fußball, ehrlich gesagt, aber wie kann das so schief? Ah. Wie es gegen den Mann, aber das ist sogar richtig witzig. Was soll man dazu sagen? Eigentlich liebt es ihn schon mega witzig. Armes Kind eigentlich. Eigentlich, dass man darüber lacht, ist eigentlich voll fies. Ja, lach ihn ruhig aus, dass ich gerade irgendwie nichts wehgetan habe. Eigentlich lacht man den dann eigentlich nur aus. Oh, was? Aber wieso steht man auch da? Das ist so dumm. Das ist so dumm. Man steht da oben. Man kann auch nur runterfallen. Es kann ja auch nichts anderes passieren. Ah. Immer wieder. Aber die Oma. Jo. Ja, lasst bei ihm ein Abo da, dann kann er auch den District machen gleich dann. Ach. Erstmal Instagram, Minecraft, Snapchat, Nein! Ja, Insta einfach mal jetzt und TikTok. Mann, wieso ist das so dumm? Oh Mann. Ich habe noch nie sowas Dummes gesehen. Ich sehe noch ein paar andere Musikvideos. Hören wir jetzt noch einen Teil an, den Anfang so. Immer nur den Anfang, weil es dort lang. Also später, dann hört man mehr.
Ja, da habe ich mitgemacht. Warte, das ist doch fast genau das gleiche wie das. Später dann. Hä, das ist genau das gleiche. Okay. Aber da müssen wir ihm noch was schreiben. In die Kommentare. Und zwar: Du meinst. Ich schreibe. Du meinst die. Ja, warte, wir müssen es genauso dumm schreiben, wie er es geschrieben hat. Wir müssen es genauso dumm schreiben. Genau. Dieses Kanon die lustigsten. Ich schreibe es einfach genauso. Jü ich schreibe das einfach aus falsch. Fußball schreibe ich falsch, okay? Fußball. Das. Fail. Gott. Mein deshalb Dank. Okay. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst bei Ihnen ein Abo da. Bei mir, dann werde ich beim ein Abo mehr. Da haben wir 15 und dann werde ich ein Video machen, so das 15 Abo Special. Und zwar den Diss-Track. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst jetzt sofort ein Abo da. Lasst ein Like auf das Video da. Bei ihm auch. Abonniert auch seinen Kanal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao.